Hallo Leute und herzlich willkommen beim weiteren Let's Build auf meinem Kanal. Hier dreht sich das noch nicht ab. Ich habe mir überlegt, hier ein bisschen mein Haus einzureißen, denn ich möchte diese Tür hier vorne, da hier die Wände ja zu hoch sind, um irgendwie drüber zu springen und das der einzige Eingang oder beziehungsweise der Durchgang immer in der Schlucht hier ist. Natürlich kann man hier außen über die Berge drüber klettern, aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich hätte hier diese Schlucht komplett außenrum so geklärt, dass man nicht drüber springen könnte, also so ähnlich wie bei einer Adventure Map. Dann würde ich diese Tür hier gerne mit einem speziellen Trick aufmachen und dazu möchte ich keinen Schalter oder Knopf oder irgendwas haben, sondern halt was Spezielles, Besonderes. Und ich habe diesen Vorschlag eingesandt bekommen von einem meiner Abonnenten, dass man mit Enderaugen ja, Türen schalten kann, wenn man einen bestimmten Trick beachtet. Und dafür habe ich mir hier mitten auf dem Boden eine Plattform gemacht. Ihr seht, da unten drunter ist Lava. Das hat einfach nur, damit ich weiß, wo ich mich hinstellen muss. Und wenn ich mich hier hinstelle und dann den Weg zu dem nächsten Dungeon suche, seht ihr schon, das Ganze fliegt da hoch und bleibt über diesem Block hier stehen. Das habe ich mir ja schon mal markiert. Ich zeige euch das Ganze nochmal, indem ich einfach hinterher fliege. So, er bleibt nicht ganz über dem Block stehen. Also man muss das erstmal so ein bisschen ausloten, wie man das am besten macht. Aber er bleibt auf jeden Fall schon mal da stehen. Danach zerploppt das ganze Ding ja und fällt zu Boden. So, und da fängt jetzt unser, ja, sag ich mal, unser Let's Build an, was ich mir da überlegt habe. Und zwar ziehe ich mir hier einfach den Kamin weiter hoch, den ich ja eh schon unten in meiner Wohnung drin habe. Und zwar ungefähr so. Da muss ich hier auch noch das wegmachen, damit das natürlich optisch alles ordnungsgemäß aussieht. So, bis nach ganz oben. Hier muss auch die Wand anscheinend noch weg. Also es muss ja schon so reinpassen, so optisch in das Haus. Deswegen machen wir das Ganze mal so. Und hier kommt das gleiche runterwärts. Also ich baue jetzt erstmal halt einen Kamin außenrum. So, hier lasse ich mal ganz kurz mir die Option offen, dass ich da unten dann die Redstone-Schaltung noch legen kann. Aber hier kann ich zumindest schon mal alles zumachen. Hier habe ich auch irgendwas vergessen. Ach nee, hier ist ja der Kamin dann und hier landet dann sozusagen unser Ender-Ei mit dem Eye of the Ender oder wie heißt das jetzt? Eye of the Ender. So, hier machen wir den noch eine Stufe höher, den Kamin. Und jetzt müsste theoretisch, wenn ich mich hier hinstelle und mein Auge losschicke, ich fliege mal hinterher, es in den Kamin rein und dann beim Zerploppen runterfallen. Das klappt noch nicht ganz. Man muss sich also da wirklich die Stelle, die perfekte Stelle. Ach nee, da liegt es ja schon. So, ihr seht, das ist dann hier runtergefallen und liegt hier. So, guck mal nochmal. Nicht, dass ich da irgendwas falsch gemacht habe. So, schicken wir es nochmal los. Ich guck mal von oben rein. Ja, das war jetzt zum Beispiel ein Fail. Das hat es nach da oben gedrückt. Also das drückt es ja immer durch die Steine in die kürzeste Richtung. Also muss man den Punkt finden, von dem man losschießt. Das weiß man dann spätestens beim zweiten oder dritten Mal, damit es dann auch hier runterfällt, so wie jetzt. Und nachdem man ja mit Gegenständen was schalten kann, wenn man zum Beispiel eine Holzpressure Blade da hinlegt, kann ich damit ja jetzt meine Tür schalten. So, gehen wir mal hier rüber. Da runter. Und jetzt müsste ich die Tür hier irgendwie schalten. Am besten mit einer Übersetzung, die soll natürlich standardmäßig aus sein. So, die eine Seite haben wir schon mal. Jetzt hätten wir die Seite auch. Und das Ganze kann ich jetzt so noch schalten. Nee. Mist. Theoretisch kann ich ja von hier aus das Signal nehmen. Nein, das kann ich nicht machen. Moment, wie mache ich denn jetzt hier? Ich will eine kompakte Double Door haben. Ich habe das doch auch schon mal. Ach, ich mache einfach. Wisst ihr was? Machen wir da jetzt keinen großen Kopf. Ich mache das so. Das müsste eigentlich funktionieren. Die Tür ist jetzt verbuggt. Okay, das hatte ich auch noch nie. Nee. Hä? Bin ich jetzt total blöd? Normalerweise kann ich das. Also normalerweise, weil. Ihr wisst, was ich meine.
Jetzt funktioniert's. Das hast du durch, dass die eben gerade anscheinend nicht funktioniert haben, hat das anscheinend sich ein bisschen verbuggt. Also wenn jetzt das Signal kommt, müsste die Tür aufgehen. Wir testen das mal ganz kurz. Ich schmeiße jetzt einfach mal meine Fackel hier drauf. Ihr seht, meine Tür geht auf. Und jetzt nehme ich die Fackel da wieder runter. Und jetzt machen wir das Ganze mal mit dem Auge. Hier vorne machen wir zu, damit das alles optisch natürlich ansprechend und gut aussieht. Hier lasse ich jetzt einfach mal offen, damit wir das Ganze noch sehen können. Hier kann ich mit meinem Cobblestone wieder zumachen. Machen wir uns mal kurz hier einen Weg rein. Und zwar, weil ich auf der anderen Seite jetzt natürlich auch wieder zumachen muss. Das hatte ich mit Stufen und mit Half Steps geregelt gehabt. Also hier müssten normalerweise noch Half Steps hin. Hier auch. Und hier hatte ich Stufen. Und so sah meine Konstruktion aus. Hier war mein Ofen sozusagen. Und jetzt würde von hier oben aus unserem Kamin natürlich dann das Auge hier runterfallen, wenn ich mich jetzt an die richtige Stelle stelle. So, wir gucken uns das Ganze an. Ich stelle mich hier drauf. Klick, das Ganze fliegt los. Jetzt habe ich ein bisschen zu weit links gestanden, aber es müsste. Nee. Also, man muss sich die Stelle raussuchen. Das ist ungefähr hier auf der Kante, glaube ich, damit es funktioniert. Genau, und unsere Tür ist offen. Ihr seht, es geht in den Kamin rein, fällt dann runter. Hier, der eine war natürlich ein bisschen falsch gezielt. Und dann ist es soweit. Jetzt kommt natürlich die Sache mit dazu. Man kann das Ganze, wenn es zu ist, wahrscheinlich auch wieder mit einer Angel schalten. Aber es geht halt jetzt einfach um diesen Trick an sich, halt mit dem Auge etwas schalten zu können. Ihr könnt das Ganze auch komplett versteckt hinter der Wand machen. Ihr müsst halt einfach nur, wenn ihr jetzt sagt, ich will von hier aus, wenn ich mich hier in die Ecke reinstelle, ganz in die Ecke, will ich was schalten. Und ihr seht, dann fliegt das auch durch Wände durch. Dann wäre jetzt hier euer ausschlaggebender Punkt. Ihr müsst aber dran denken, dass ihr den höchsten Punkt, also dass ihr gucken müsst, wo der höchste Punkt ist. Das wäre jetzt hier an dieser Stelle gewesen. Und dass ihr dann darum das aufbaut. Ansonsten müsst ihr das Ganze weiter fächern, weil, ich zeige euch das mal, wenn ich jetzt ganz viele losschicke, dann seht ihr, wie die hier zerploppen. Und die fliegen in ganz viele unterschiedliche Richtungen. Das verteilt sich in relativ weitläufig. Also müsst ihr das entweder zwingen, dass es nur an einem Punkt runterkommt, halt durch so einen Schacht. Oder ihr macht es so, dass ihr einen größeren Bereich am Boden macht. Wenn es jetzt zum Beispiel hier durch die Wand durchfliegen würde und darunter oder irgendwas, dann könntet ihr da einen etwas größeren Bereich, da ist ja die Hölle los. Ja, ansonsten sollte es für dieses letzte Bild alles gewesen sein. Ich wollte jetzt nochmal schnell testen, ob es mit der Angel auch funktioniert. Natürlich nur, um die Kommentare wieder abzuwehren. Ich denke mal, da müsste man aber schon wirklich sehr skillig da hochschießen. Etwas schräger. Ja, fast. Also es könnte sogar möglich sein, dass man es mit der Angel schafft. Aber da muss man dann echt schon den perfekten Wurf machen. Und ich glaube, da verbraucht man fast eine Angel. Aber wir packen es, ich pack's. Naja, egal. Ich hoffe, das letzte Bild hat euch gefallen und ihr könnt damit was anfangen. Klar sieht das ein bisschen doof aus, so einen breiten Kamin an seinem Haus zu haben. Aber man kann das ja auch vielleicht ein bisschen anders da tarnen oder hinter Wände verstecken etc. Pipapo, ihr kennt euch ja da auch aus. Ich meine, ich mache euch da ja nur kleine Gedenkanstöße und den Rest designt ihr dann selber. Falls ihr was richtig Cooles damit gebaut habt, könnt ihr mir eventuell beschreiben, was ihr gebaut habt und eine Map zuschicken. Ob ich die natürlich dann vorstelle, ist eine andere Frage, aber man kann es ja mal probieren. Ist ja schon ein paar Mal vorgekommen, da ich wirklich coole Sachen vorgestellt habe. Ich habe noch ein paar andere Ideen für Let's Builds in Zukunft, werde aber zeitlich halt nicht so viel kommen, deswegen habe ich auch mein Let's Play gestartet, damit ich ein bisschen Videos raushauen kann, wenn ich halt von der Schule her technisch jetzt nicht dazu komme, Minecraft zu spielen zum Beispiel. Ansonsten viel Spaß in Minecraft, ciao Leute und bis zum nächsten Mal.